liebe Dubenstädter, wir von der Vereinigung Dubenstedt hätten euch gerne hier bei uns im Hause zum lebenden Adventskalender begrüßt. Leider ist das dieses Jahr ja nicht erlaubt und ihr bekommt nur ein Video von uns. Wir stehen hier momentan in unserem neu hergerichteten Innenhof, der gestern im Zuge der Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzes in unserem Hause hier hergerichtet wurde. Und wir würden uns freuen, euch nächstes Jahr wieder begrüßen zu können. Ja, zu begrüßen zu können, so wie letztes Jahr. Letztes Jahr, wo die Band, die auch hier in unserem Haus probt, schöne, herrliche Weihnachtslieder in geselliger Runde gespielt hat und eine sehr weihnachtliche Atmosphäre auch hergezaubert hat. Hoffen wir natürlich, dass wir das spätestens nächstes Jahr wieder können, hier in unseren heiligen Räumen. Ja, dann können wir vielleicht gleich nochmal euch die Baustelle zeigen von innen. Unsere Eingangshalle ist ja nun völlig in Umkonstruktion. Im Herbst, im Oktober haben wir uns den ganzen Galerie geräumt und jetzt sind die Handwerker dabei, die wieder herzurichten. Und Knut wird euch gleich mal zeigen, wie das jetzt da drin schon so ein bisschen aussieht und wie das dann hoffentlich mal im Frühjahr fertig sein wird, dass ihr dann sehen werdet, wie das Ergebnis ist. Corona hat auch das Vereinsleben natürlich zum Erliegen gebracht. Keine Veranstaltung, kein Weihnachtsmärchen, all das kann momentan nicht stattfinden. Wir haben aber die Zeit genutzt und sind nicht untätig gewesen. Wir haben zum Beispiel den unteren Saal schon renoviert und das Casino neu gestaltet. Wir sind noch nicht fertig, aber es ist zumindest schon mal eine neue Decke eingebaut und neu gestrichen. Es wird auf jeden Fall sehr schön. Und das Foyer wird auch komplett neu gestaltet, da gehen wir jetzt mal hin. So, wir stehen jetzt bei uns hier im Foyer im Max-Kramp-Haus. Es ist noch Baustelle, es sieht nicht mehr so aus, wie es früher ausgesehen hat. Es wird alles neu sein, der Fußboden wird neu sein, die Decke ist neu. Und das Büro, was viele ja sicherlich noch kennen, ist verkleinert worden. Es wird hier eine Sitzecke eingerichtet und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr beim lebenden Adventskalender es hier in dem neu schön gestalteten Foyer mit euch gemeinsam erleben können. Wir wünschen Ihnen allen ein fröhliche und gesunde, besinnliche und ruhige Weihnachtszeit und auf dass wir nächstes Jahr wieder hier gemeinsam stehen können.